Ich begrüße Sie zum Plenum TV Jahresrückblick. Ein spannendes Jahr geht zu Ende mit vielen Themen, die sowohl die bayerische Politik als auch die Bürger beschäftigt haben. Zum Beispiel das Hochwasser im Juni traf weite Teile Bayerns mit voller Wucht. Hier musste schnell gehandelt werden. Ein anderes Thema, der NSU-Prozess. Im Mai richteten sich alle Augen auf München, als die mutmaßliche Neonazi-Terroristin Beate Zschäpe auf der Anklagebank Platz nahm und damit erstmals in der Öffentlichkeit auftrat. Vor dem Prozess schon hatte es tagelange Debatten um die Platzvergabe für Journalisten gegeben. Das Interesse an der Aufklärung der Mordfälle ist noch immer groß. Gut, ich finde es fatal, dass es überhaupt so weit gekommen ist, dass das ganze Verfahren, den NSU-Prozess, so letztlich auch politisiert wird. Aber grundsätzlich ist es jetzt gut, dass es verschoben wird, dass man nochmal zurück auf Null und dann nochmal von vorn anfängt, in der Hoffnung, dass es dann besser läuft. Allerdings steht jetzt mittlerweile dieses Verfahren im Mittelpunkt und es ist natürlich dann schlecht letztlich zur Rechtsfindung, weil es muss ja die Schuld festgestellt werden und das ist die originäre Aufgabe des Gerichts. Und hier hat die Politik sich natürlich auch zurückzuhalten. Es ist jetzt die ganze Situation äußerst verfahren. Es können Journalisten rausfliegen, neue wieder reinkommen, dann klagen die einen und dann die anderen. Also es ist völlig absolut unglücklich, dass dieses Verfahren das in eine Streitigkeit hineingerät, die eigentlich mit den Kern dessen, was hier untersucht werden soll, nichts mehr zu tun hat. Ich denke, es ist notwendig, dass er verschoben wird. Das ist die richtige Entscheidung, weil natürlich durch dieses Vergabeverfahren, das also ja sehr viel Unruhe gebracht hat und neu durchgeführt werden muss, natürlich auch notwendig ist, dass ein gewisser Zeitraum zur Verfügung steht. Es soll ja ein ordentliches Verfahren sein. Es wird wahrscheinlich auch gar nicht so einfach sein, weil ja die bisher drangekommen waren, gern dabei wären. Also ich denke, da muss man sich schon überlegen, wie man jetzt das so durchzieht, dass das wirklich allen gerecht wird. Ja, sicherlich bedauere ich es, dass es so viel Begleitmusik gegeben hat, schon vor Beginn des Verfahrens, dass wirklich die Verteilung der Plätze und viele formale Fragen im Vordergrund stand, aber nicht der eigentliche Inhalt. Und das ist ein so ernster, dass man natürlich sich darauf konzentrieren muss. Und jetzt gilt es, diesen sicherlich auch entstandenen Schaden, auch der in der Öffentlichkeit entstanden ist, wieder zu beseitigen. Das ist kein politischer Prozess. Das ist ein Prozess, in dem das Gericht nach Recht und Gesetz urteilen muss, bewerten muss. Und dazu gehört auch, dass man alles vermeidet, was in dem Fall für die Verteidigung oder für die Kläger oder Nebenkläger ein Revisionsgrund wäre. Der Münchner Rindermarkt sorgte im Sommer für politische Turbulenzen. In einem tagelangen Hungerstreik wollten Asylbewerber auf teils unmenschliche Bedingungen in der Asylpolitik hinweisen. Die Wartezeiten bei der Bearbeitung seien zu lang und die Unterkünfte menschenunwürdig. Nach Demonstrationen und Protestmärschen kam das Einlenken der Politik. Die Abgeordneten versprachen, die Asylpolitik zu überdenken. Ein Hungerstreik könne allerdings nicht der richtige Weg sein, Probleme aufzuzeigen. Man hält sich ja zugute, dass zum Beispiel in der Asylbewerberunterkunft in Neuburg jetzt Duschen eingebaut worden, ne? Für 19 Personen eine oder so. Da kann man von Menschenwürde noch lange nicht reden. Also da gibt es noch viel zu tun. Angefangen bei den Essenspaketen bis zu einer menschenwürdigen Unterbringung. Wir haben durch eine Änderung der Richtlinien bei der Ausstattung der Gemeinschaftsunterkünfte hier Verbesserungen, großzügigere Raumlösungen geschaffen und die Auszugsmöglichkeiten insgesamt verbessert. Wir haben in Bayern keine Willkommenskultur für Flüchtlinge, die ja traumatisiert in unser Land kommen. Ich finde es ehrlich gesagt eine Schande, wie wir teilweise mit Flüchtlingen umgehen. Die kommen zu uns nicht aus Jux und Dollerei oder weil sie gerade ein bisschen Urlaub machen wollen, sondern weil sie in ihren Ländern von Folter, Verfolgung, Bedrohung für Leib und Leben betroffen sind. Und ein starkes und reiches Land wie Bayern sollte aus humanitären Gründen, aus Gründen der Menschlichkeit, mit den Flüchtlingen anders umgehen, als sie es derzeit tut. Essenspakete, Residenzpflicht, ewig lange Verfahren, die Unterkünfte sind auch nach meinem Dafürhalten nicht menschenwürdig. Und nicht umsonst hat auch die katholische Kirche, deren wir uns ja, oder die Kirchen, die christliche Kirchen, deren wir uns ja verpflichtet fühlen, deutliche Worte gefunden, nämlich bei der Forderung nach einem menschenwürdigen Umgang
mit diesen Flüchtlingen. Das sind auch Menschen. Man kann sicher nicht insgesamt sagen, die bayerische Asylpolitik ist menschenunwürdig oder menschenwürdig. Aber wenn es wirklich große Überwerfungen gibt, wenn es gerade in Lagern, in Gemeinschaftsunterkünften Situationen gibt, wo man sagt, hier ist es wirklich nicht mehr menschenwürdig zu leben, dann sollte man nicht das prinzipielle Paket Asyl wieder aufmachen, sondern soll sofort Abhilfe schaffen und soll sofort sagen, hier dort wird es menschenwürdiger. Wir haben einfach Situationen und ich konnte die Bevölkerung nur auffordern, sich sowas auch mal anzuschauen. Denn die vielleicht immer der Meinung sind, ja kommen welche und lassen sich's auf unsere Kosten gut gehen. Ich glaube, diese Menschen haben noch nicht gesehen, wie Gemeinschaftsunterkünfte, wie Lager wirklich ausschauen bei uns. Und auch das christliche Weltbild verlangt von uns, dass wir mit Menschen auch so umgehen, dass es auch Menschen sein dürfen. Also ich bin ein bisschen traurig, dass das, was in den letzten Jahren geleistet worden ist, einfach von unserer Opposition, von unseren Kollegen im Landtag, überhaupt nicht anerkannt wird. Ich bin jetzt seit 10 Jahren da, war ja 5 Jahre im Sozialausschuss auch und habe das schon mitverfolgt, was jetzt auch in den letzten Jahren, in den letzten 5 Jahren in diesem Bereich nochmal gemacht worden ist. Man hat unheimlich viel Geld in die Hand genommen, 2 Millionen, die Sozialberatung, die Asylsozialberatung aufgestockt. Man hat wirklich sehr viel gemacht. Man hat auch die Präsenzpflicht gelockert. Man versucht, die Verfahren zu beschleunigen. Also da ist man noch auf dem Weg, da muss noch ein bisschen was gehen. Aber das macht mir jetzt ein bisschen traurig, dass man jetzt das alles auf diesen Streik, auf diesen Hungerstreik fokussiert und zu wenig anerkennt, was gemacht worden ist in diesem Bereich. Und das eine hat mit dem anderen eigentlich nichts, aus meiner Ansicht nach, nichts zu tun. Gustl Mollert ist frei. Die Nachricht schlug Anfang August ein wie eine Bombe. Nach 7 Jahren in der geschlossenen Psychiatrie ist der Nürnberger wieder ein freier Mann. Jahrelang hatte er für seine Unschuld plädiert und dadurch einen möglichen Justizskandal aufgedeckt. Dabei hatte ein Untersuchungsausschuss zuvor noch eine Wiederaufnahme des Verfahrens abgelehnt. Im kommenden Jahr soll der Fall nun erneut aufgerollt werden. Ich meine, gerade der Fall Mollert ist ein Fall, der hier im Landtag nichts zu suchen hat. Hier geht es darum, dass Gutachter Stellungnahmen abgegeben haben, dass die Gerichte entschieden haben und da gehört das hin. Ich halte es nicht für richtig, wenn man hier emotional solche Themen diskutiert. Das gehört sachlich aufbearbeitet und das gewährleistet, wenn hier das gerichtlich gemacht wird. Also der Fall Mollert ist wirklich gut, dass wir jetzt mit dem Untersuchungsausschuss, wir haben ja das vorangetrieben auch von den Grünen, dass der versucht wird aufzuarbeiten. Also ich bin Mitglied im Ausschuss, aber sehr, sehr viele Fragen, wenn ich die Presseberichterstattung anschaue, da muss man also wirklich ran, das gehört aufgeklärt, denn wenn man so das Gefühl hat, da sitzt jemand möglicherweise verfolgt und unschuldig in der Psychiatrie, also da beschleicht einen schon ein sehr ungutes Gefühl. Alles, was da rauskommt, macht Katastrophenstimmung, das möchte ich gern ausdrücklich sagen. Was ist man ausgeliefert, wenn ein, der, ich sage jetzt aus der Sicht der Bevölkerung, falsche Staatsanwalt oder das falsche Gericht erwischt, was einem da passieren kann? Deswegen ist es ganz, ganz wichtig, dass auch die Justiz intern, und das glaube ich ist ganz wichtig, das Tempo anzieht und von sich aus dafür sorgt, dass das Misstrauen, das so ein Fall weckt, möglichst schnell beseitigt wird. Ob sie dazu die Politik zu Hilfe braucht, ist eine Sache der Justiz. Dass wir uns gegenseitig darauf hinausreden, dass wir uns nicht in die Quere kommen dürfen, das reicht der Bevölkerung sicherlich nicht mehr lang. Da muss eine Veränderung herbeigeführt werden. Und damit sie nicht anderswo stattfindet, finde ich, sollte die Justiz selbst in Vorlage treten mit Vorschlägen, wie sie das abhilfemäßig hinkriegen kann. Es ist eine Zusammenfassung eigentlich fast von allen, dass hier auch ein systemisches Versagen fast vorliegt, dass man einfach irgendwann ganz am Anfang von diesen Verfahren, also den Herrn Mollert, das Prädikat M ist gleich Spinner verpasst hat und das zog sich dann durch. Dann konnte Herr Mollert sagen, was er wollte, es wurde ihm nicht mehr geglaubt und es wurden auch seine Sachen nicht mehr angesehen und gelesen oder angehört und das ist das Erschreckende, dass hier sozusagen eine Abstempelung erfolgt ist, ohne dass also nochmal auf die Person eingegangen wird, auf die Person geschaut wird. Ich selber kann zu der Frage, warum sitzt ein solcher Mann in der Psychiatrie, nicht sagen, weil das unter die richterliche Unabhängigkeit fällt. Ich habe die Gutachten nicht gemacht, ich bin kein Psychiater. Ich weiß nur, dass hier ständig Überprüfungen stattfinden und das Verfahren wieder aufgenommen wurde, um weiter zu entscheiden. Da können wir uns als Legislative auch nicht reinmischen. Das ist das Prinzip der Gewaltenteilung, das macht vor Ort die Justiz. Aber wir können hier von der Legislative das tun, was unsere Kompetenzen betrifft.
Wir können schauen, ob staatlichen Behörden ein Fehlverhalten vorzuwerfen ist. Gustl Mollert hofft, dass sein Fall als Beispiel dient. Wenn geschafft ist, dass hinter die Kulissen dieser Krankenhäuser geblickt wird und wenn dann Änderungen in Bayern und in Deutschland eintreten, dass solche Art von rechtsfreien Räumen in der Art nicht mehr bestehen, dass auch andere mitgefangene Frauen und Männer endlich einmal ordentlich behandelt werden, dann erst fühle ich mich frei. Eine PKW-Maut für Ausländer forderte Horst Seehofer schon vor seiner Wiederwahl zum bayerischen Ministerpräsidenten. Nun ist die PKW-Maut in den Koalitionsvertrag der Bundesregierung aufgenommen. Nur die Umsetzung ist noch unklar. Denn eine Maut nur für Ausländer, das ist gegen EU-Gesetz. Kein EU-Bürger darf wegen seiner Staatsangehörigkeit diskriminiert werden. So bleibt die Maut ein Streitthema. Also das Thema Maut belustigt mich mittlerweile. Das ist ja irgendwie der Wahlkampf und der Schlager, den die CSU die ganze Zeit hoch und runter spielt. Dabei ist die Debatte absolut an den Haaren herbeigezogen und es ist auch nicht das drängendste Problem, was wir haben. Und wenn selbst der ADAC die Pläne der CSU kritisiert bezüglich des Thema Mauts, sollte sich die CSU mal Gedanken machen, in welche Richtung sie sich da galoppiert bzw. verfahren hat. Es gibt konkrete Berechnungen, es gibt auch verschiedene Vorschläge, wie man eine solche Maut umsetzen kann, dass nämlich die Inländer nicht zusätzlich belastet werden, sondern die Ausländer zahlen. Und wir werden das, und so steht es auch im Koalitionsvertrag, umsetzen. Das funktioniert sicher nicht. Ich bin auch total dagegen. Ich finde es eigentlich lächerlich, jetzt wo man die EU hat, überhaupt wieder von Ausländern zu reden. Wir sind alles europäische Bürger und die Unterscheidung zwischen Ausländern und Inländern finde ich innerhalb von Europa lächerlich. Wir brauchen mehr Gelder im Bereich der Verkehrsinfrastruktur. Ich meine auch, dass in Verbindung mit der Kfz-Steuer hier Wege gefunden werden. Und deswegen denke ich, dass wir uns mit dem ADAC zusammensetzen sollten und gemeinsam einen Weg finden, der dringend nötig ist. Steht ja die Aussage fest und an der halten alle Beteiligten fest, dass am Ende für den deutschen Autofahrer die Kosten nicht steigen dürfen. Und das bedeutet, dass ich in dem Umfang, in dem ich anderen eine Gebühr abverlange, den deutschen Autofahrer entlasten muss, damit er bei derselben Plakette wiederum genauso wahrgenommen wird. Ich glaube, dass die Regelung, die jetzt angedeutet ist, die richtige ist. Die da sagt, ein Stück von der Kfz-Steuer wird umgesetzt und wird in einem Mautplakettel ans Auto gebappt und die Ausländer zahlen obendrauf. Und wir haben dadurch eine kleine Ermäßigung. Das halte ich für richtig. Die EU hat es ja auch erkennbar gemacht, es ist ja zwar Widerspruch, aber ich glaube, das wird gehen. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass die Bundesregierung ein Mautkonzept entwickeln wird, das allen Ansprüchen, auch denen natürlich des EU-Rechts, Geltung verschafft. Und vor dem Hintergrund bin ich sehr zuversichtlich, dass wir in Deutschland in den nächsten Jahren eine Maut für PKWs auf unseren Bundesautobahnen erreichen werden. Mehr Transparenz, das ist das Ergebnis wochenlanger Debatten um Abgeordnetengehälter im Bayerischen Landtag. Ausschlaggebend war die Verwandtenaffäre Anfang Mai. Abgeordnete hatten Familienangehörige beschäftigt und ihnen so gute Einkünfte verschafft. Ein Skandal und das so kurz vor den Landtagswahlen. Um das Vertrauen in die Politik wieder zu stärken, sollten die bayerischen Volksvertreter nun ihre eigenen Nebeneinkünfte offenlegen. Es ist die Tatsache zu konstatieren, dass die Fraktionen im Jahr 2000 die Abschaffung entsprechender Beschäftigungsverhältnisse beschlossen haben und dreimal alle Fraktionen die Bestandsregelung verlängert haben. Zweitens, ich halte eine zeitgemäße Anpassung dieser Regelungen für sehr geboten und deswegen ist das, was drittens heute beschlossen wurde, eine richtige und klare Lösung. Also erstmal ist es der richtige Weg, dass wir das jetzt endlich ordnen. Ich persönlich kann nur sagen, ich wäre nie auf die Idee gekommen, überhaupt Verwandte zu beschäftigen, schon gar nicht Ehemänner oder meine Kinder. Also es ist echt eine absurde Diskussion und mich ärgert es vor allem, dass wir alle in diesem Sog sind, alle Abgeordnete sind gleich. Das ärgert mich enorm. Ich kann mich da gar nicht beruhigen. Das bringt meine Turbinen echt auf Höchstform. Das andere ist, ich finde das richtig, dass wir da heute ein Gesetz verabschieden. Und ich finde es auch richtig, dass es in dieser Schnelligkeit geht. Ob nun 1.7. oder 1.10., das ist genau die richtige Geschwindigkeit. Aber die Geschwindigkeit hätten wir übrigens 2000 bereits hinlegen können. Insofern hat es nur 13 Jahre gedauert, einer Übergangsregelung jetzt ein Gesetz vorzuschieben. Also es braucht immer erst den Missbrauch, dass gehandelt wird. Das ist, ich verstehe das nicht. Ich denke, dass es richtig ist, dass wir jetzt ein Gesetz auf den Weg gebracht haben. Es hat zum Teil eben Ausmaße angenommen, die uns nicht bewusst waren, diese ganze Affäre. Und deswegen war es uns auch wichtig. Und deswegen haben wir auch den Anstoß gemacht,
dass das in Zukunft so nicht mehr vorkommen kann und haben hier das Gesetz entsprechend geändert. Übrigens wird da immer wieder gesagt, naja, die FDP hängt als einzige Fraktion nicht drin. Das würde aber nur daran liegen, dass wir damals noch nicht im Landtag waren, 2000. Aber ich meine, bei den Freien Wählern etc., da wissen wir auch, die waren auch nicht im Landtag und da wurden auch Geschwister und so weiter beschäftigt. Klar, das ist erlaubt, aber ich denke, es hat ein Geschmäckle und deswegen bin ich sehr froh, dass das Gesetz in Zukunft entsprechend geändert wird. Wir werden heute beschließen, dass man im Nachgang zu den, also einfach als Konsequenzen zu der Situation, dass 17 CSU-Abgeordnete die Regelung für ersten Grades sehr, sehr überstrapaziert haben, will der Landtag jetzt Konsequenzen ziehen, dass sowas nicht mehr vorkommt. Und man hat sich jetzt darauf geeinigt, dass man einfach ein bisschen einen größeren Umgriff macht. Es heißt ja dann, dass in Zukunft Verwandte bis vierten Grades nicht mehr angestellt werden dürfen. Von daher ist es einfach nur, man hält sich an dieses Gesetz. Wenn dieses Gesetz neu kommt, da bin ich natürlich mit dabei. Ich selber bin ja nicht betroffen davon, aber ich muss da mal Lanze brechen für die Kolleginnen und Kollegen aller Fraktionen, die das bisher in Anspruch genommen haben, weil es rechtlich zulässig war. Und das dürfen wir nicht vergessen. Und da haben wir jetzt ein bisschen eine Kriminalisierung. Was anderes ist, wenn irgendwelche Vorschriften verletzt wurden, arbeitsrechtlich, steuerrechtlich, das meine ich damit nicht. Sondern, dass, und das haben auch die Kollegen der anderen Fraktionen zu spät gemerkt, dass sie selber Kollegen hatten, die von dieser rechtlich zulässigen Möglichkeit Anspruch genommen, die in Anspruch genommen haben. Ich selber bin für klare Regelungen, deswegen ist jetzt der Schritt, den wir heute tun, nämlich bis zum vierten Grad, das einfach untersagen, das ist richtig grundsätzlich, weil man einfach die Behandlung dieses Themas in der Öffentlichkeit so nicht verstanden wird. Entscheidend ist für mich, dass die Arbeit in einem Stimmkreisbüro gemacht wird. Und wir müssen in dem Zusammenhang aber auch selbstbewusst darstellen, was ist denn die Aufgabe eines Abgeordneten. Das ist die Parlamentsarbeit, die wird von der Landtagspresse wahrgenommen, von der überregionalen Presse. Die Lokalpresse bei mir im Stimmkreis, die nimmt es überhaupt nicht wahr, was ich da herum mache. Also Mitglied im Bildungsausschuss, Mitglied im Agrarausschuss, Mitglied in der interfraktionellen Arbeitsgruppe Inklusion, Mitglied im Mollert-Untersuchungsausschuss. 4 Ausschüsse, die wochenlang privat daheim im Stimmkreis Vorbereitung brauchen, im Stimmkreisbüro. Und während die Lokalpresse wiederum nur wahrnimmt, was ich als Stimmkreisabgeordneter mache. Und das sind Probleme der Bürger, der Bürgermeister, der Menschen aller Art aus allen Rechtsgebieten. Und die verlangen von mir kompetente Auskunft, dass ich mich darum kümmere. Wir müssen die Rolle der Abgeordneten wieder selbstbewusster darstellen im Rahmen dieser Diskussion. Leider hat es die letzten Wochen gelitten durch diese sogenannte Verwandtenaffäre. Und das andere ist das, dass leider Gottes heute alles sehr schnell ein Skandal ist und sehr schnell zu irgendwas hochstilisiert wird. Ich sage es nochmal, ganz deutlich, wenn es rechtlich was verkehrt gelaufen ist, steuerrechtlich, sozialversicherungsmäßig und so weiter, keine Frage. Aber mit dem anderen müssen wir gelassen umgehen, aber insgesamt ist diese Richtung jetzt richtig, dass wir das bereinigen, damit da kein Verdacht aufkommt. Also man hat da seitens so mancher Kollegen aus der CSU-Fraktion den Fehler gemacht, die Bedeutung nicht zu erkennen. Man hat es runtergespielt, der Herr Schmid, seine erste Reaktion war, er sieht überhaupt keinen Grund, irgendwas zu verändern. Jetzt waren die Veränderungen ja wie bekannt sehr gravierend. Also ich meine, da hilft nur größtmögliche Transparenz, alles auf den Tisch, wie lange Verwandte beschäftigt, was die monatlich verdient haben. Das sind Steuergelder, da kann niemand so tun, als sei das Privatsache. Das muss auf den Tisch. Ich glaube, dass es richtig ist, dass man jetzt eine Linie zieht und sagt, es ist jetzt Schluss, es gibt keine Ausnahmen mehr, es werden auch alle Verwandtschaftsverhältnisse, die denkbar sind, mit einbezogen. Und ich glaube schon, dass es notwendig war, dass man jetzt auf diese Diskussion, die in der Öffentlichkeit groß aufgelaufen ist, dass man da jetzt einmal schnell und zügig handelt und nicht sagt, naja, das machen wir dann irgendwann in der nächsten Legislaturperiode. Ende Mai schließlich versprach Landtagspräsidentin Barbara Stamm vollste Kooperation bei der Aufklärung der Fälle. Transparenz sei die einzige Lösung bei einem derart ernstzunehmenden Thema. Ich bin Präsidentin des Bayerischen Landtags, bedauere sehr, dass in den letzten Wochen das Ansehen des Parlaments so gelitten hat. Ich habe während meiner Amtszeit alles, was ich in Bezug auf Abgeordnete auf den Weg bringen wollte oder gebracht habe, alles transparent gestaltet. Transparenter ging es nicht.
Erschreckende Bilder. Das Jahrhunderthochwasser überflutete im Juni weite Teile Bayerns und hinterließ eine Spur der Zerstörung. Autobahnen wurden komplett gesperrt, zu große Schäden hatten die Fluten angerichtet. Ganze Infrastrukturen wurden zerstört, viele Familien in Bayern verloren ihr Zuhause. Die Politik versprach schnelle, unkomplizierte Hilfe. 250 Millionen Soforthilfe, dazu längerfristige Schutzmaßnahmen. München fließt die Isar. Wir haben auch schwere Zeiten gehabt, in früheren Zeiten. Wir haben die Lehren draus gezogen. Vor allem das zuständige Wasserwirtschaftsamt hat die entsprechenden Maßnahmen getroffen. Wir sind diesmal Gott sei Dank nicht betroffen. Also wir haben Jahrtausendhochwasser, das heißt, wir haben auch schon ein anderes gehabt. Wir haben Jahrhunderthochwasser und ich wundere mich immer noch, dass die zuständigen Stellen daraus keine Lehren gezogen haben. Wir sind technisch und auch von der Finanzen so aufgestellt, dass wir eigentlich einen richtigen Hochwasserschutz aufstellen könnten und das ist eigentlich deprimierend für den Bürger. Ich finde eine sehr gute Maßnahme, dass der Bund und das Land, der Freistaat, in Sachsen wohl genauso und in Thüringen, weil es da ja nicht viel besser ausschaut oder ähnlich schlecht, dass Bund und Land ausgemacht haben, 1 Euro das Land, 1 Euro der Bund und wenn notwendig drauflegen, bei 150 Millionen bayerischer Sicht in der Urposition vorneweg, ist ein Ansatz, mit dem man, glaube ich, zurechtkommen kann. Wobei wir wahrscheinlich doch in einer höheren Größenordnung Milliardenbeträge am Ende in die Hand werden nehmen müssen, alle zusammen, wenn es weitergehen soll. So ein Hochwasser hat es nicht gegeben, wird es nicht geben. 500 Jahre ist ein Zeitraum, den wir nicht überblicken. Und von dem aus man sagen kann, wir müssen in der Zukunft bei Ersatzmaßnahmen, bei Hochwasser und Ähnlichem schneller werden. Denn sichtlich ist die Abfolge von hohen und schwierigen Wasserlagen und Gemengelagen bei Katastrophen doch kürzer geworden. Ob das der Klimawandel ist oder nicht, werden die Wissenschaftler untersuchen. Aber feststeht, wir müssen uns beschleunigter mit Abhilfemaßnahmen befassen. Nun, wir haben jetzt hier halt die größte Hochwasserkatastrophe seit Jahrhunderten vermutlich. Und die Sachschäden werden natürlich in die Milliarden gehen. Das kann man, wenn man das Pfingsthochwasser 99 nimmt, jetzt bereits annehmen, wenn man mal so anschaut, welche Hochwässer an den einzelnen Flüssen nicht nur an der Donau, sondern in anderen Bereichen durchgegangen sind. Das heißt, wir haben jetzt eine erste Anfangsfinanzierung mit diesen 150 Millionen auch vom Bund. Okay, da muss man sehen, das wird für die ersten Tage und vielleicht 1-2 Wochen auch reichen, um die größten Probleme zu überbrücken. Aber dann müssen wir mit größeren Beträgen mit Sicherheit ran. Wir müssen auch mit ganz anderen Beträgen, mit ganz anderer Manpower an den Hochwasserschutz in Bayern herangehen. Das Hochwasser ist ein ganz schlimmes, ein ganz furchtbares und katastrophales. Auch im Landkreis Dachau steht das Wasser so hoch, wie es noch nie zuvor war. Gerade in meiner Gemeinde Bergkirchen, wo Amper und Maisach zusammenkommen, gibt es Rekordhochpegelstände. Und wir kämpfen im Moment, ist im Landkreis Dachau der Katastrophenfall nicht ausgerufen, braucht nicht ausgerufen zu werden, Gott sei Dank. Helfer sind unterwegs, die Feuerwehren leisten wirklich hoch engagiert Hilfe. Das ist toll. Das sind Ehrenamtliche, die sich in den Dienst der Gemeinschaft stellen. So soll es sein. Tolle Geschichte. Und auch außerhalb des Landkreises Dachau sind Dachau unterwegs. Das Rote Kreuz, dem ich auch vorstehen darf im Landkreis Dachau, ist mit 22 Leuten vor Ort in Rosenheim, um dort Decken auszuteilen, Lebensmittel zu verteilen, um dort auch bei der Übernachtung mit Decken zu helfen. Und wir haben auch mit unserer Küche die Helfer verpflegt. Also da helfen wir auch für die ganz schwer betroffenen Regionen im Süden Bayerns und sind damit dabei. Wir haben halt momentan ein historisches Hochwasser von ungeahntem Ausmaß, also das alle Dimensionen sprengt. Also und von daher muss man erstmal hier das Dankeschön sagen an alle Hilfskräfte, an alle Bürgerinnen und Bürger, die hier sich einsetzen und diese Situation so tapfer auch ertragen. Es wurde aufgrund der Hochwasser der letzten Jahre oder des letzten Jahrzehnts auch, wurde sehr viel gemacht. Also und da muss man sagen, gerade wenn ich bei einer Heimatregion Werdenfels anschaue, da haben die Hochwasserschutzmaßnahmen, die haben gegriffen und da sind wir auch sehr dankbar dafür. Bloß es zeigt, Hochwasserschutz ist keine Sache, die man einmal macht und das dann sozusagen für ewig so ist, sondern man muss immer weitermachen, weil die Natur verändert sich und die Naturgewalten werden auch aufgrund des Klimawandels immer stärker. Und von daher muss man da sagen, da muss die Regierung auch dranbleiben und auch weiter investieren. Auch bildungspolitisch wurde 2013 viel diskutiert. Ein ewiger Dauerbrenner war hier das 8-stufige Gymnasium. Zurück zu G9 will man nicht, obwohl zum Beispiel die Freien Wähler diesbezüglich auf Unterschriftensammlung gehen. Ein Kompromiss wurde stattdessen gefunden, das Flexi-Jahr.
Schüler sollen selbst wählen dürfen, ob sie das Abitur nach 8 oder 9 Jahren machen wollen. Nach gerade einmal 5 Jahren endete die Regierungsbeteiligung der FDP. Bei den Landtagswahlen hat sie die 5%-Hürde nicht geschafft und musste das Feld räumen. Stattdessen stellt die CSU seit September mit 101 Sitzen die absolute Mehrheit in Bayern. Mit welchen weiteren Themen sich die Regierung im kommenden Jahr beschäftigen wird? Hier ein Ausblick. Also wir werden sicherlich das Thema Breitband ganz groß anfangen müssen in den nächsten Jahren. Auch für mich ist auch das Natur- und Umweltthema ganz entscheidend wichtig, dass wir hier vorankommen und bewusster mit unserer Umwelt umgehen. Gleichzeitig auch das Thema Bildung, Kinder, und wir müssen uns auch dem Thema Asyl stellen in den nächsten Jahren. Auch hier ist es an uns hier in Bayern, für die Menschen, die vor Ort nicht mehr leben können, hier in Bayern eine zweite Chance aufzubauen. Wir haben natürlich wahnsinnig viel vor. Wir möchten hier im Landtag unsere Themen setzen. Wir möchten für eine demokratische Zivilgesellschaft, für eine starke Zivilgesellschaft streiten. Wir möchten das Thema Energiewende voranbringen. Wir möchten den Menschen aufzeigen, wie gute Bildung, Politik aussieht, wie eine Schule ohne Druck aussieht, wie Lernen Spaß machen kann. Und vor allem möchten wir natürlich auch daran arbeiten, an mehr Mitsprache und Transparenz der Bürgerinnen und Bürger. Und da haben wir als Landtagsfraktion unglaublich viel vor. Das heißt, man kann auf 2014 gespannt sein. Jetzt freuen wir uns dann aber auch erstmal ein bisschen auf die Weihnachtstage und auf ein bisschen ruhigere Tage, damit wir dann im neuen Jahr als grüne Landtagsfraktion wieder durchstarten können. Ich bin am 15. September von den Bürgern gewählt worden, unter anderem deswegen, weil der Bayernplan, den die CSU aufgestellt hat, bei den Bürgern sehr gut angekommen ist. Und das versuche ich natürlich hier im Landtag mit umzusetzen. Und privat ist es so, dass ich mich einfach auf ein neues Jahr mit meiner Familie freue und einfach versuche, die Zeit, die mir bleibt, mit meinen Kindern, mit meiner Frau zu verbringen, dass ich die bestmöglich ausnutze. Wir haben natürlich schon bestimmte strategische grobe Richtungen getroffen. Wir hatten ja im November eine Strategieklausur, die sehr fruchtbar war. Wir haben uns klar festgesetzt auf unsere großen grünen Ziele, also die großen Linien. Das sind einfach Energiewende, bleibt nach wie vor ein ganz wichtiges Thema, ist ein urgrünes Thema, haben die Grünen ja auch in Gang gebracht. Dann die Verkehrswende, die ganze Frage der Mobilität, der ländliche Raum und die Agrarwende, was ja mein persönliches Lieblingsthema ist. Ländlicher Raum ganz allgemein, wo natürlich die Bildung auch mit reinspielt. Aber sagen wir mal so, diese drei großen Wendegeschichten, ich glaube, das sind so die Richtung und auch die Stärkung der demokratischen Rechte und überhaupt des Freiheitsgedankens. Also wir haben ja auch Europawahl und es wird auch eine große grüne Aufgabe sein, dass man die Europapolitik auch wieder positiv darstellt und die Sinnhaftigkeit einer europäischen Gemeinschaft wieder mehr rüberbringt, weil es gibt ja leider sehr viel schlechte Stimmung gegen Europa. Wir können es uns ganz leicht machen und sagen, wir leben in Bayern im Grunde im Paradies und lehnen uns jetzt im nächsten Jahr zurück. Wir werden das Gegenteil machen. Es gibt vielfältige Aufgaben, angefangen von dem spannenden Bereich der Digitalisierung, von digitales Lernen in der Schule angefangen, bis hin zur Frage, was macht einen modernen Staat aus? Da wollen wir einen Schwerpunkt setzen. Dann das Thema Demografie, demografische Entwicklung, ländlicher Raum. Wie kann man das zu einem Gewinnerthema machen? Wie können wir sicherstellen, dass keine Region abgehängt wird? Auch dies wird eine der großen Aufgabenstellungen im neuen Jahr sein. Und das Dauerthema Bildung, dass wir wirklich Bildungserfolg für alle schaffen, und zwar auch gerade bei dem Thema zusammen mit der Betreuung, Ganztag etc. Das sind so, würde ich mal sagen, die markantesten Punkte, wo wir im nächsten Jahr auch ordentlich Gas geben wollen. Ich selber habe kein berufliches Ziel. Ich gehe davon aus, dass die Aufgaben, die man mir gegeben hat, ausgefüllt werden müssen und das wird eine Menge Energie kosten. Es ist Gott sei Dank wieder eine neue und andere Aufgabe. Dadurch, dass ich in den Seniorenbereich gewechselt bin, kümmere ich mich jetzt um die Frage, wie werden die ältere Generation eingebunden? Und da gibt es zwei Teile der Aufgabe, die bis jetzt zu kurz kommen. Der eine Aufgabenteil ist, liebe Freunde, die ihr älter seid, bringt euch ein und erzählt von euren Erfahrungen. Behaltet sie nicht für euch. Und der andere ist, wenn ihr Ideen habt, dann setzt euch an die Spitze der Bewegung und überlasst es nicht den anderen. Also ich möchte gerne dazu beitragen, dass das, was an Liebe an Großeltern kommt, bin ich leider nicht, wäre mir eine große Freude. Aber das, was Eltern an Liebe beigebracht wird, Großeltern, und was die dann an Zuversicht und gleichzeitig an auch Bereitschaft zur Pflege mitbringen, sich auf die Gesellschaft insgesamt überträgt. Das war der Plenum TV Jahresrückblick für Oberbayern. Wir wünschen Ihnen einen guten Start ins neue Jahr und berichten auch 2014 wieder regelmäßig für Ihre Region aus dem Bayerischen Landtag.